Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video. In diesem Video werde ich euch einiges über ein besonderes Pferdeprojekt erzählen. Im Sommer hatten wir Besuch von der lieben Inka, die Fotos von mir und vom Espresso gemacht hat. Und sie hat mir dann, nachdem wir fertig waren, erzählt, dass sie ein besonderes Projekt plant, nämlich den Webstars-Kalender 2018. Aber das ist nicht nur ein Kalender, der erstellt wird, damit ihr ihn kaufen könnt. Die Idee des Webstar-Kalenders entstand, weil die Inka einfach mehr aus ihren Fotos machen wollte, als sie einfach nur, ich sag jetzt mal, uns nach dem Fotoshooting zu geben. Da kam sie auf die Idee des Webstar-Kalenders und wollte mit dem Kalender auch noch etwas Gutes tun, denn der komplette Gewinn, also beziehungsweise die Einnahme des Kalenders, wird komplett an die erste Pferdeklappe in Schleswig-Holstein gespendet. Das ist auf jeden Fall eine ganz, ganz, ganz tolle Sache, die die Inka da auf die Beine gestellt hat. Und ich bin auf jeden Fall froh, ein Teil davon sein zu dürfen und auch im Kalender sein zu dürfen. Übrigens verlinke ich euch alle Infos zu dem Kalender, zu der Pferdeklappe und zu Inkas Seiten auch nochmal in der Infobox. Da könnt ihr auch überall nochmal draufklicken. Auf jeden Fall war ich von der Idee begeistert, Teil des Kalenders sein zu dürfen und war natürlich sofort dabei. Und momentan habt ihr auch noch die Möglichkeit, den Kalender zu kaufen, nämlich bis zum 15.11. Das Besondere an diesem Kalender ist außerdem, dass ihr euch das Titelblatt selbst aussuchen könnt. Also ihr könnt zum Beispiel aussuchen, dass ihr mich auf dem Titelblatt haben möchtet und bekommt dann noch zusätzlich eine persönliche Widmung von mir mit dazu. Den Kalender gibt es übrigens für 2018 in A3 und in A4 zu kaufen und als Alljahreskalender in A2. Alle Infos dazu findet ihr, wie gesagt, aber auch nochmal in der Infobox. Wir hatten aber auch so bei dem Fotoshooting auf jeden Fall total viel Spaß. Es war aber auch super heiß an dem Tag. Wir sind wirklich eingegangen, was man auf den Fotos jetzt nicht so sieht. Aber es war wirklich ein super toller Tag und naja, am Ende hatte der Espresso jetzt nicht mehr so viel Lust, wie man auch sehen kann. Er ist dann ein bisschen über die Koppel galoppiert, als wir ihn nochmal frei hinstellen wollten. Aber das sei ihm verziehen, weil er vorher so brav und super mitgearbeitet hat und ja, da haben wir ihm dann doch ein bisschen den Spaß gelassen, beziehungsweise hatten wir auch gar keine Wahl. Aber er ist ein bisschen über die Koppel galoppiert und hatte dann noch ein bisschen Freude. Jetzt zeige ich euch auch nochmal ganz kurz, wie der Kalender aussieht, nämlich so. Und da seht ihr auch nochmal, dass auf jedem Monat ein anderer Webstar drauf ist und ihr könnt euch natürlich aussuchen, wen ihr auf dem Titelblatt haben wollt. Das war's dann auch schon mit dem Video. Ich hoffe, dass es euch gefallen hat und vielen Dank nochmal, Inka, für die super, super, super schönen Fotos und für deine ganze Mühe und Arbeit, die du reingesteckt hast, um diesen Kalender zu erstellen. Das war's mit dem Video. Ich hoffe, dass es euch gefallen hat und bis zum nächsten Video.